Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute, wenn ich dieses Video aufnehme, haben wir es Samstag, den 20. Mai. Und wir haben es jetzt, wartet kurz, 7.02 Uhr. Und für mich geht es heute nach Hildesheim zur U23 des FC St. Pauli. Die haben da auf jeden Fall heute noch das allerletzte Spiel dieser Saison und das ist ein ganz wichtiges Spiel. Und ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen, dass die heute einen Sieg mit nach Hamburg nehmen auf jeden Fall. Für mich geht es dann danach weiter nach Bochum, wo dann morgen, also am 21. Mai, der FC St. Pauli gegen Bochum das letzte Auswärtsspiel hat. Und ja, ich dachte, da nehme ich euch ein bisschen mit. Film ein bisschen von der Fahrt, keine Ahnung, zeig euch das Hotel, ein bisschen vom Spiel, von den Spielen, je nachdem, ob ich die Kamera mit reinnehme oder nicht, weiß ich noch nicht genau, aber lasst euch mal überraschen. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich später irgendwann, keine Ahnung, also lasst euch einfach überraschen, wie dieser Vlog aufgebaut ist. Und ja, dann würde ich sagen, bis später irgendwann. So Freunde, jetzt wollte ich noch mal ein paar Sachen sagen und zwar erst einmal herzlichen Glückwunsch noch mal an die U23, dass ihr in der vierten Liga bleibt, in der Regionalliga Nord, auf jeden Fall richtig gut
Und dann die Stimmung beim allerletzten Auswärtsspiel in der Saison war ja wohl mal mega krass genial einfach. Und es lohnt sich wirklich mal auswärts zu fahren. Also ich bin schon öfters auswärts gewesen, aber beim letzten Spiel war es nochmal überkrass anders von der Stimmung her. Also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und jetzt nochmal zum Hotel. Und zwar ist meine Mom auf das Hotel gestoßen, wo wir waren. Also es ist am Anfang des Videos, könnt ihr das sehen. Und das Hotelzimmer habe ich da gezeigt. Und ja, auf jeden Fall lohnt es sich da wirklich hinzufahren. Das ist das Claudius Hotel in Bochum. Und auf dieses Hotel, wie gesagt, ist meine Mutter nur gestoßen, weil alle Hotels in Bochum ausgebucht waren. Und ja, wir eigentlich in Bochum dann ein Hotel schon haben wollten am liebsten. Und in diesem Hotel arbeiten Menschen mit Behinderungen. Es ist nicht wie ein typisches Hotel aufgebaut. Der Empfang und der Frühstücksraum sind in einem separaten Gebäude und dann wohnen um dieses Hotel rum die Menschen mit Behinderung. Und das Hotel an sich, das ist, also das sind immer so Blöcke, aber die sind schön, die Blöcke. Also es sieht jetzt nicht so assi-mäßig aus oder irgendwie komisch oder so. Auf jeden Fall hat es uns wirklich super gefallen und ich komme gerne wieder in das Claudius Hotel in Bochum. Und das habe ich auch schon gesagt, weil ich meine ganz ernsthaft, preiswerter geht es gar nicht. Für das Hotelzimmer haben wir 89 Euro bezahlt und es war mehr als Platz genug für zwei Personen. Dann haben wir noch einen Parkplatz reserviert gehabt und Frühstück für zwei Personen. Und wir haben zusammen etwas über 100 Euro bezahlt, ich glaube 103 oder 105 Euro oder so. Und ganz ernsthaft, in welchem Hotel kann man das bitte? Es sei denn, das ist so ein Schmuddelding oder so. Also das hat wirklich gepasst vom Preis. Das war wirklich top. So. Lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Und ja, das soll es jetzt auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat oder auch nicht, dann lasst dementsprechend eine Bewertung da. Und gern dürft ihr mich zum Schluss auch noch kostenlos abonnieren, wenn ihr mir jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.